morgen kommt rein, Südke. Reiner Kopf. War heute Nacht wieder anreisen. Ja, der hat 9 Stunden mit dem Wohnmobil. Okay. Ja, wegen mir muss er nicht mehr kommen, gell? Ja, weg. Erzähl mal, wie viel Spannweite hat die? 15 Meter. Ja, Maßstab N? 1:2. 1:2? Ja. Und du hast die erbaut? Ja. Wie lange hast du daran gearbeitet? 7 Monate. 7 Monate? Ja. Aber das ist ja eine Schreinerarbeit, ja? Okay, wenn man einen guten Kumpel hat, der sich mit CAD und Fräsen auskennt, dann ist das kein Thema mehr. Ja, einwandfrei. So. Und der wackelt auch mit dem Kopf. Ja. Ja, guck an. Und die hast du komponiert. Der hast du komponiert mit Seite und Höhe, mit ja? Mit Seite und Höhe, ja. Also das ist nicht nur ein Ja-Sager, sondern der kann ja auch hingucken, oder? Ja, genau. Frau Kompernt. Ja. Guten Tag, der Herr. Markus Frei. Markus. Ja, Frei. Markus, kannst du mal mit dem Kopf nehmen? Zu ihm schauen. Finger zeigen. Und du fliegst die komplett mit Viatronik, ja? Ja. Mhm. Gernot Bruckmann. Braucht keine weiteren Infos, ja. So muss das sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Das sollte auf gar keinen Fall verpassen. Das größte Flugmodell, welches auch im Guinness Buch der Rekorde steht, wird in wenigen Augenblicken hier zum Start gebracht. 15 Meter Spannweite. Ein Abfluggewicht von 75 Kilogramm. Dann geht's aber gleich wieder zum Hangar. Ja. Wird gleich hier auf Höhe gebracht. Ein historisches Flugzeug von 1934. Robert Kronfeld ist damals das Original geflogen auf der Wasserkuppe. Es war damals das weltgrößte Segelflugzeug mit 30 Meter Spannweite. Und Markus, unser Schweizer Freund, ist zu uns gekommen hier nach Schwabmünchen, um Ihnen den Besuchern der ersten Segelflugmesse dieses Flugzeug nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft zu zeigen. Riesengroße, 15 Meter spannende Segelflugmodelle, pilotiert von Markus Frei aus der Schweiz, extra für Sie hier angereist zur ersten Segelflugmesse. Denn dieses Flugzeug wird gleich hier in der Luft präsentiert. Gerno, erzähl mal was hier über die Maschine. Was hat die jetzt für einen Motor drin? Das ist ein Swiss-Trainer aus dem Hause Bruckmann eben mit einem BA-200 Vierzylinder. 75 Kilo Abfluggewicht. Ja, Leistung ist normal, das heißt, ausreichend, denke ich einmal. Und schauen wir mal, wie es mit dem Rocken gehen wird. Ja, ja, das glaube ich auch schon. Aber Rolle, ne? Ist mal verboten, ne? Am Start, okay? Natürlich, nur geradeaus. Ist nichts gegen. Und auf jedem Platz, wo er mit diesem Modell auftaucht, muss eine neue Genehmigung beantragt werden. Herr Grezi! Dieses Modell. Ja, was sagt denn der Pilot? Wie heißt er denn? Robert Kronfeld. Ja, aber verstehe. Und? Fühlt sich gut, ja? Alles sehr gut. Also. Und wenn Sie einmal schauen, angereist, lauter liebe nette Schweizer Kameraden. Und beschleppt wird er von Gernot Bruckmann. Und der Gernot ist extra aus Österreich zu uns hier hoch. Gernot Bruckmann.
auch hier mit einem standvertretenen Hochmann-Modellbau. Und dieses rot-weiße Flugzeug, der Swiss-Trainer, 200 Kubikzentimeter Motor, wird gleich dieses riesen Flugmodell, welches ein Abfluggewicht von 75 Kilogramm hat, auf Höhe bringen. Darfst du Ingo den Flügel anlegen? Ja, er darf mich anlegen. Ich hab dich gefragt. Ich steh gerne wieder weg. Uli, komm du, schieb du. Wenn ihr dann eben anstehen, Markus? Du hast Rückenwind, wenn du rauskommst. Okay. So hast du Gegenwind. Ja, sei dir. Und dann zieh ich hier. Dann müssen wir auch nicht weit laufen. Siehst du die Leistung, oder? Ja. Ich bleibe einfach. Nein, das sind 250. Dann ist das gewesen. Was? 300 maximal. 250? Ja. Das sind noch 160 Meter. Sind das. Ja. Ah, die kommt dringend, oder? Ja. Kannst du ja so Zero geben? Brrr, ich bin aber nicht sicher. Wie? Nein, nein, mach mit Wort. Ach so. Ja. Wo die schief kriegst, ja, ja. Ich bin, glaube ich, stark tief drin. Eben, ja. Der wäre stark. Das musst du, ja. Ganz klar. Aber sonst ging es, oder? Ja, ja. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir noch nie geschleppt haben zusammen, oder? Nein, wir können es ja auch. Ich habe meinen Chef angerufen und gesagt, kann er nichts machen. Gut bin ich beim Nurrennen. Ich bin halt nicht der Einer. Ja, es ist so.
Schön, hä? Komm nach vorne, komm schön tief vorbei nochmal. Da geht's zu. Vielleicht das Blöde ist, da war jetzt ein Air-Meeting auch. Ja, das täuscht bestimmt. Ich schätze mal, so ein Schlepp hast du 60, 80. Ja, also hast ziemlich genau, ja. Ja, ne? Also wir hatten teilweise bis 100, oder? Aber dann bist du zu schnell, also ja. 60, 80 ist doch optimal. Weil ich hätte jetzt vom Gefühl her schneller schleppen wollen. Ja, aber es ist schon gut. Aber er hat gesagt, nein. Steiler. Ja. Ich wollte schneller als die Welt. Nein, das ist perfekt. Was fietscht der schneller? Ich hab ein bisschen wieder hochgedimmt, weil ich hab dann wieder hochgedimmt, weil ich wollte zuerst flacher fliegen. Ich meinte, nein, bitte schneller, steiler. Dann habe ich gezogen ein bisschen. Ist mir nicht gucken, dass es steiler geht, dann hat gemeint, das passt. Ach, schön reinschieben, hä, Markus? Oder jetzt steiler. Der wir. Das liebt man mal von den Augen. Der hat den geschaltet und tschüss. Der Holländer. Die gehen ja nur runter. Und die und sehen nur. Ja. Auseinander. Jetzt langsam, gell, ja. Entschuldigung. Michael? 75 Kilo Abfluggewicht, Austrennen gefallen, extra 50 Kilo gefallen. Ja, bei dem imposanten Eindruck denke ich doch mal, jetzt meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus. Sowas kriegen Sie wirklich nicht alle Tage zu sehen. Ganz einfach, so ein riesen Flugzeug auf Höhe zu bringen. 75 Kilo Fluggewicht. Ein Flugzeug, welches auch von den Behörden abgenommen worden ist und eine sogenannte Verkehrszulassung hat. In Deutschland darf man nur Flugmodelle bis 25 Kilogramm fliegen. Wie gesagt, Maßstab 1:2 dieser Austria-Elefant. Ja, unterstützt wird diese Flugform, diese Austria-Elefant, nach dem Ausfliegen mit Musik. Darum hat mich der Pilot gebeten. Und das machen wir auch. Wenn der Elefant ausgeklingt hat, dann lassen wir die Musik dazu spielen. Und das ist einfach ein riesen Segelflugzeug.
Markus Frey, Austria Elefant, das ist dein Applaus. Und fühlt sich gut. Super. Bisschen Seitenwind. Bitte? Bisschen Seitenwind. Ja, ja. Kann mit dem Vogel nicht ganz einfach sein. Ja, das schaffst du schon. Denke ich auch. Ja, so gut. Zur Landnot, zur Not lande ich so 45 Grad rein. Keine Not, alles schön. Passt schon. Jawohl. Ja, also wir hatten immer das Problem, die Flugzeugwelle war größer, wir können auch größer bauen, aber es ist uns dann einfacher, ein echtes Flugzeug zu kaufen, so wie hier den Landrat in Elschwart, Baujahr 1958, und den dann fernzusteuern. Und gesagt, getan mit Herrn Christian Wolf, der die technische Umsetzung macht und halt für die Sponsorensuche zuständig war, haben wir einen 684 Kubik von der Firma 3D Modellmotoren eingebaut, der das Flugzeug in die Luft befördert. Pegasus Actuators hat die Servus gesponsert, luftfahrtzertifizierte Servus aus dem Drohnenbereich. Und natürlich hat Emcotec, die das System lassen, hier eine Elektronik zu kaufen, die dieses Flugzeug in Luft befördert. Erster Flug wird wahrscheinlich in 4 bis 5 Wochen sein und das auf dem Flugplatz der Firma Grob. Dann die Zulassung in Frankreich und dann haben wir die Genehmigung hier vielleicht schon im nächsten Jahr auf der Segelflugmesse mit diesem mantragenden Flugzeug ferngesteuert unterwegs zu sein. Ja, finde ich super, eine klasse Idee, wenn wir mal einen Zuschauer mitnehmen. Perfekte Sache. Da freuen wir uns drauf und es wird sich sicher jemand finden, der sich da reinsetzt. Gut! Ja, bis zum Land früher behauptet, der Elchspatz, der trudelt schon im Hänger. Es gab nämlich einen ungeschenkten Elchspatz, der war relativ anfällig gegen Landsanflüge und dann hat er sofort angefangen zu trudeln. So, liebe Gäste, jetzt was ganz Besonderes. Am Start eine Messerschmitt M23. Und eben diese Austria. Maßstab 1 zu 2, 15 Meter Spannweite. Das Original hatte damals, wie es aber angefällt ist, in den späten 1920er, 1930er Jahren eine 30 Spannweite von 30 Metern. Das Modell hat eine Länge von 4,50 Meter, eine Rundhöhe von 1 Meter und 5 cm, einen Flächeninhalt von 8,62 Quadratmeter und ein Abfluggewicht von 75 Kilogramm. Die Bauzeit betrug nur 7 Monate und der Erstflug war am 8. Mai 2009. Jawohl, und los geht's. Wenn Ihnen das gefällt, liebe Zuschauer, dann dürfen Sie ruhig mal klatschen. Die Piloten können Sie hören. Ja, und zum Messerschmitt M23C, Erstflug 1990. Ja, das Ganze schaut nicht nur super aus, das Ganze ist auch super geil, denn die Messerschmitt M23 hat damals den Austria Elefant ebenso wie hier jetzt in Schwabing nicht auf Höhe gebracht. Noch sehen könnte. Ja, ja, vielleicht sieht das ja. Oh, 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 oh. Und jetzt sehe ich hier was. Echt Bildrand. Doch. Ja, nichts übersehen. Maßstab. CR. Maßstab. 1:1,2. Ah. Nein. Wir lesen kann das gerade. Jawohl. Ausgeklinkt. 1934.
Flugzeug an der Wasserkuppe. Der Video des deutschen Segelflugs. Absolut genial. 15 Meter Spannweite. Ein Bild für die Götter. Hast du Seile drauf? Ja, ja, jetzt schon. Ja, da war Fliegen noch ein Abenteuer. Markus läuft. Deutschland führt im Segelflugzeugbau. Heute übrigens auch noch. Deutschland baut nach wie vor die weltbesten Segelflugzeuge. Wunderschön geflogen. Vielen Dank. Ausgerüstet mit Radbremsen. Auch das. Vor allem, wenn ich mir das hier durchlese, diese Elefant baut seit 7 Monaten und diese Messerschnitt in 23 nur 3 Monate. All die wissen, wie man mit Wert davon geht.
jetzt wieder. Markus, wo gehen wir hin? Vielen Dank für diese geniale Vorführung. Dankeschön.